Hallo Freunde! Die meisten von uns kennen Roboter, die sich transformieren können, nur aus Filmen. Doch einige der klügsten Köpfe auf diesem Planeten haben auch schon echte hervorgebracht. Heute 7 unglaubliche Transformer, die so wirklich existieren. Los geht's! Kiefertechnik Showroom. Bei geschlossener Fassade dringt das Licht wie durch einen zarten Stoff in den Schauraum. Die Menge an natürlichem Licht reicht dabei vollkommen für die Präsentation aus. Die Sicht nach außen bleibt frei. Im Raum herrscht ein angenehmes Klima, ohne dass man dafür zusätzliche Kühlenergie benötigen würde. Zum Öffnen werden die Leichtmetallkassetten im Sturzbereich nach oben und im Parapettbereich nach unten gefaltet und mutieren so zu Vordächern. Das wahre Spektakel geht aber dann über die Bühne, wenn die 56 Kassettenpaare individuell gesteuert in Bewegung gebracht werden. Der Vergleich mit der Falltechnik des Origami drängt sich dabei unweigerlich auf. Leicht wie Papier und lautlos können binnen 30 Sekunden nahezu unendlich viele Fassadenansichten und damit Aussichten eingestellt werden. Kormoran. Laut den Vorstellungen vieler Visionäre müssen zahlreiche Dinge der Zukunft unterschiedliche Funktionen erfüllen und transformierbar sein. Gerade bei Hightech-Konzepten von Fahrzeugen ist dieser Trend erkennbar und zeigt sich ebenso im Kormoran, einem Boot mit 3 Sitzen, das ebenso als Speedboot, Segelboot, Katamaran und Trimaran genutzt werden kann. Die Kormoran GmbH aus dem österreichischen Salzburg beeindruckt derzeit mit der Eigenentwicklung, nach der auch die Firma benannt wurde. Der Kormoran soll eine Bereicherung der Meere darstellen und ein exklusives Boot sein, das in puncto Nachhaltigkeit und Facettenreichtum neue Maßstäbe setzt. So basiert das Konzept des Kormoran auf der Vielfältigkeit der verschiedenen Bootsklassen, die das Gerät vereint. Mithilfe verschiedener Mechanismen stellt es nämlich kein Problem dar, das Segelboot zu einem schnellen Speedboot oder Katamaran zu verwandeln. iDummy. Ein Professor der Universität für Textilien und Kleidung in Hongkong hat einen Dummy konstruiert, der seine Kleidergröße von der kleinsten bis hin zur größten frei transformieren kann. Professor Alan Chan sagt, dass es mit diesem Dummy möglich wird, in Zukunft von zu Hause aus perfekt passende Kleider zu bestellen. Der Kunde gibt seine Größendaten an und die Verkäufer können anschließend die perfekt sitzende Größe raussuchen. Auch sollen sich so später in Verbindung mit speziellen 3D-Druckern die perfekten Kleidungsstücke für jedermann individuell anfertigen lassen. Chan arbeitet außerdem an einem druckempfindlichen Sensor, der messen soll, ob die Kleidung zu eng oder perfekt sitzt. Der Torso soll 11.500 Euro kosten, während ein gesamter iDummy mit 15.400 Euro zu Buche schlägt. Mercedes-Benz IAA-Konzept. Unter der hübschen Außenhaut steckt die Hybridtechnik des Mercedes C350e. Die Systemleistung beträgt unverändert 279 PS. Aber die Reichweite klettert in diesem Einzelstück je nach Fahrmodus von 36 auf bis zu 66 Kilometer. Das liegt am geringen Gewicht und an der extrem guten Windschlüpfigkeit, die ab 80 km/h vom Design in den Aerodynamikmodus wechselt. Die Umstellung hört man am Einsatz der insgesamt 15 E-Motoren, die vorne, hinten und seitlich surrend eingreifen, um den Fahrtwind zu besänftigen. Nach knapp 10 Sekunden ist der Spuk vorbei und wieder Ruhe im Karton. Vor allem bergab, wenn sich der Verbrenner verabschiedet und der Silberfisch fast geräuschlos vorangleitet. Transform. Designer des MIT haben einen innovativen Designtisch entworfen, der auf menschliche Präsenz reagiert. Der Tisch wurde Transform genannt. Das Design hat zum Ziel, Benutzer mit unerwarteten Transformationen zu überraschen und die Schönheit einer komplizierten Maschine im Einsatz darzustellen. Die Tischplatte ist in 3 separaten Flächen aufgeteilt. Über 1000 winzige Motoren sind im Tischgestell eingebaut und außer Sicht versteckt. Auf der Tischplatte kann man aber über 1000 kleine, aneinanderliegende, quadratförmige Teile sehen, die von diesen kleinen Motoren angetrieben werden und sich nach oben oder unten bewegen können. Litrons. Ein Auto, das sich in Transformer-Manier in einen überdimensionalen Roboter verwandeln kann. Genau das hat das türkische Startup LEDvision entwickelt und damit Intel und Microsoft als Partner an Bord holen können. Die Litrons genannten Roboterautos können einiges, aber sie lassen sich nur per Fernbedienung steuern. Ein menschlicher Fahrer hat in den Transformer-Autos keinen Platz. LEDvision hat mehrere Modelle der Litrons entworfen. Neben dem Ursprungstransformer Antimon sind das Bismut, Argon, Wolfram und Tantal. Um das erste Modell zu bauen, haben die 12 Ingenieure und 4 Techniker nach Angaben des Unternehmens 8 Monate benötigt. Die Roboterautos können aus verschiedenen herkömmlichen Fahrzeugen gebaut werden. Weitere Modelle sollen folgen. Lineform. Lineform ist eine Art Roboterschlange aus aktuierten Gelenken, die mit einem schwarzen Stoff umwickelt ist. Es gibt 2 Varianten, eine dünnere und eine stärkere, die auch eine Last tragen kann.
Die Schlangen können ihre Form verändern, sich an bestimmten Stellen versteifen oder auf Nutzereingaben reagieren. Gerade, Spirale, Armband, Telefon oder Lampenhalter, Leinform kann alles sein. Eine Schnittstelle, die ihre Form verändern kann, nennen die Forscher des MIT ihre Entwicklung. Die kleinere Ausführung kann sich der Nutzer beispielsweise wie ein Armband um das Handgelenk legen. Leinform kann ihn dann an etwas erinnern, indem das System ihm mit einem Ende leicht aufs Handgelenk tippt. In Verbindung mit flexiblen Displays sehen die Hersteller Leinform als Mobilgerät der Zukunft. Was hältst du von diesen Erfindungen? Und welche hat dir am besten gefallen? Teile uns doch deine Meinung in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Like und teile das Video auf deinen sozialen Netzwerken. Abonnier den Kanal, falls es dir gefallen hat. Und ich bin so schnell wie möglich mit einem neuen Video für dich am Start.